Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 640 Tage ist es nun her, dass mehr als 1 Million Berlinerinnen und Berliner Ja gesagt haben zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen und zum Ende der Spekulation mit ihren Wohnungen. Und dieses Votum bietet keinen Interpretationsspielraum. Berlin hat Eigenbedarf, Berlin will vergesellschaften. Und auch die vom Senat eingesetzte Expertenkommission sagt nun Ja zur Vergesellschaftung. Deutsche Wohnung Co. enteignen, das ist rechtlich machbar. Das ist bezahlbar und es ist das beste Instrument, um die Mietpreiseskalation endlich zu stoppen und Berlin wieder bezahlbar zu machen. Und das sind sehr gute Nachrichten für die Mieterinnen und Mieter in Berlin. Wir müssen den steigenden Mieten nicht tatenlos zusehen. Wir können die Immobilienkonzerne aus der Stadt jagen, die als einziges Interesse verfolgen, den Mieterinnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und auf ihren Kosten fette Profite zu machen. Der Bericht der Kommission liefert die notwendige Substanz, damit auf dieser Grundlage spätestens innerhalb eines Jahres ein Vergesellschaftungsgesetz hier in diesem Abgeordnetenhaus auch beschlossen werden kann. Denn auch an diesem klaren Urteil kommen ein Senat aus CDU und SPD nicht mehr vorbei. Es gibt keine Ausreden mehr. Der Volksentscheid muss jetzt umgesetzt werden. Denn Ihre fadenscheinigen Argumente, die Sie versuchten, gegen die Vergesellschaftung ins Feld zu führen, sind allesamt vom Tisch gefegt. Sie stehen völlig blank da. Das Einzige, was übrig bleibt, ist Ihre ideologische Ablehnung. Wenn Sie wider besseren Wissens dieses wirksame Instrument nicht anwenden, dann grenzt das aus meiner Sicht an unterlassene Hilfeleistung für die Mieterinnen und Mieter in Berlin. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Keine Zwischenfragen. Und schön, Herr Wegner, dass Sie jetzt auch eingetroffen sind, weil ich möchte Sie gerne zitieren. Ah, wunderbar. Vergesellschaftung, das haben Sie mal gesagt, würde den Grundkonsens der sozialen Marktwirtschaft aufkündigen. Ich finde, es ist genau andersherum. Es ist auch Ihre Aufgabe, allen Mieterinnen und Mietern in Berlin, auch denjenigen mit wenig Einkommen, ein sicheres Zuhause zu garantieren. Aber die CDU scheint nicht so viel von direkter Demokratie zu halten. Herr Kollege Greff hat am Wochenende ja schon ganz nonchalant angekündigt, das Votum der Kommission faktisch ignorieren zu wollen. Man wolle sich hier nicht unter Druck setzen lassen. Zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Also angesichts der hohen Spenden aus der Immobilienlobby frage ich mich da schon, ob da nicht vielleicht auch eigene wirtschaftliche Interessen sozusagen heraussprechen. Aber eins möchte ich Ihnen auf jeden Fall versprechen. Die Berliner CDU wird schon noch schnell genug merken, dass wir Sie gemeinsam mit der Stadtgesellschaft so lange unter heftigen Druck sitzen werden, bis dieser Volksentscheid umgesetzt ist. Und es ist bitter notwendig, denn die Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich dramatisch zu. Die Angebotsmieten sind allein innerhalb von 2 Jahren um 30% gestiegen. Auch die Preise für Lebensmittel, Energie und Heizung steigen. Der Wohnungsbau bricht massiv ein und auch allein in den nächsten 2 Jahren werden weitere 15.000 Sozialwohnungen aus der Bindung fallen. Wir brauchen viel mehr Wohnungen in öffentlicher Hand. Vergesellschaftung ist der zentrale Hebel, um für dauerhaft bezahlbare Mieten zu sorgen. Franziska Giffey wollte mit ihrem Wohnungsbündnis eine Alternative schaffen zur Vergesellschaftung, aber ist damit ehrlicherweise grandios gescheitert. Denn auch ein Jahr nach der Unterschrift kann der Senat keine konkreten Ergebnisse für dieses Bündnis präsentieren. Ich habe das Gefühl, die Arbeit des Bündnisses ist überhaupt so intransparent wie die Betriebskostenabrechnung bei Vonovia. Das Ganze ist eine Showveranstaltung für Sie und Ihre Freunde aus der Immobilienwirtschaft. Doch bei Vonovia und Co. ist der Langklecks ab. Die Börsenkurse rauschen in die Tiefe, der Neubau wird eingestellt, die Mieten sollen erhöht werden. Das zeigt, wie kaputt dieses System der finanzialisierten Wohnungswirtschaft ist. Und damit muss endlich Schluss sein. Vonovia muss gehen, damit alle Mieterinnen und Mieter bleiben können. SPD, Grüne und Linke haben in ihren Parteien jeweils Beschlüsse gefasst, wonach ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet und verabschiedet werden soll, wenn die Kommission den Weg frei macht. Das ist jetzt passiert. In der Linken unterstützen das alle, bei den Grünen sehr viele, bei der SPD einige. Es gibt eine parlamentarische Mehrheit für die Umsetzung des Volksentscheids. Wir wollen diese Mehrheit nutzen. Ja, zum Schluss meiner Rede möchte ich vor allem noch mal Danke sagen an die tausend Aktivistinnen und Aktivisten von Deutsche Wohnen und Kurden eigenen. Danke an eure Arbeit. Danke, dass ihr es gewagt habt, von einer Stadt mit bezahlbaren Mieten zu träumen. Seit gestern wissen wir endgültig, dieser Traum kann in Erfüllung gehen, wenn man es denn möchte. Der Volksentscheid kann und der Volksentscheid muss jetzt umgesetzt werden. Und dafür werden wir uns als Berliner Linke weiter mit ganzer Kraft und aus vollem Herzen einsetzen. Vielen Dank.